So, und nun zeige ich euch noch schnell die Ruckzuckhäschen. Dafür braucht ihr zwei unterschiedlich große Holzkugeln. Ich habe also eine kleinere und eine etwas größere für den Körper und die kleinere als Kopf. Und dann ein bisschen Draht. Ich habe jetzt hier schwarzen Draht, den ihr dann für die Ohren nehmt. So, damit wir jetzt nicht alle runterrollen. So. Für die Ohren biegt ihr einfach zwei Schlaufen. Wir sehen auch wie so ein Schlaufen wie ein M und dann in der Mitte drückt ihr das zusammen. Das wird einfach da in der Mitte, kann man das sehen? Das in der Mitte drückt ihr zusammen und das geht dann, ist das vom Schatten schlecht, dann geht das so ins Loch rein. So, und da das der Kopf ist, geht das dann in, also ich mache hier ein bisschen Kleber drauf und dann geht das haha, die Heißkleber ist wirklich heiß. So. Aber wenn man ein paar mitgemacht hat, weiß man, dann ist so zu spät, sich aufzuregen, tut zwar weh. Und dann weiß man, nach 3, 4 Tagen ist ja das mit der Brandblase dann glücklicherweise irgendwann weg. Aber ärgerlich ist es jedes Mal, weil eigentlich müsste ich es ja wissen. So, genau, hier ist das erste Osterhäschen fertig. Jetzt machen wir hier noch ein kleines Babyhäschen. Das heißt, dann wird das jetzt der Körper und das wird der Kopf. Das heißt, wir gehen aber genauso vor. Das heißt, die Ohren werden jetzt ein bisschen kleiner. Und ich habe natürlich unten, weil das Loch viel kleiner ist, kann ich eigentlich jetzt nur so einen Draht durchkriegen. Ich kriege jetzt nicht 4 Drähte damit durch. So, das heißt, ich drehe die vorher zusammen. Muss ich noch ein bisschen kürzen, ist ja nur so ein kleines Häschen. Mal Probe, genau, das passt. Jetzt geht auch da ein kleines bisschen Heißkleber drauf, weil ich möchte, dass das nicht dann plötzlich rausrutscht. Und dann unten kommt auch wieder ein bisschen. Hoppala. Glück gehabt. Und da haben wir dann das kleine Baby. Ich weiß nicht, wie man das gut sehen kann. Hier hat mein großes und ein kleines. Und jetzt mache ich noch die anderen zwei auch fertig. Dann haben wir eine ganze Hasenfamilie. So, jetzt habe ich noch mal einen fünften dazu gemacht. Ihr seht, der sieht doch ein bisschen anders aus, damit man es unterscheiden kann. Also genau dasselbe Basteltechnik. Jetzt nehme ich dünnen Draht, weil ich mache aus ihm einen, ja, sozusagen einen
Blumentopfstecker. Das heißt, den Draht nehme ich, habe extra ein bisschen länger, das ist dasselbe dünne Draht zum Biegen. Das heißt, wenn man kann Schaschlikspieß, könnte man natürlich nehmen. Ich wollte euch jetzt eine Variante zeigen, wenn ihr nur dünnen Biegedraht habt und sonst nichts, nehmt ihr den einfach, könnt ihr den auch vierfach nehmen. Das heißt, und dann wird er einfach so verzwirbelt. Wenn ich jetzt mal, wie man was sehen kann, der wird dann so dick. Und wenn man das jetzt so immer weiter zwirbelt, dann kriegt durch das dicke Verzwirbeln wird er halt ganz schön stabil. Das heißt, und dann hat man wirklich einen dickeren Draht. So, das heißt, ihr entweder dreht ihr die immer zweifach so zusammen. Je nachdem, wie lang euer Stab werden soll, da das Häschen jetzt nicht so groß ist, mache ich den gar nicht so lang. Das heißt, das ist schon fast fast Endlänge. Ich muss mal jetzt gucken. Dafür nehme ich jetzt mal die Zange hier oben und mache das mal ein bisschen flacher, enger zusammen, weil ich muss das ja beim Häschen da unten dann befestigen. Ich will auch natürlich das spitze Ende nehmen. Ich glaube, ja genau, das nehme ich jetzt auch gerade. Dann verletzt sich da auch keiner. Mache hier noch ein bisschen Kleber dran. Das sind ja so vier Spitzen und dann kommt das einfach hier rein. Und schon hat man einen kleinen Blumenstecker. Die vier Stück, genau, die hänge ich einfach an die Äste. Da habe ich so ein kleines natürliche Dekoration fertig gemacht. Das zeige ich euch dann gleich. Genau, es wurde in einem anderen Video, habe ich das gemacht. Und da kommen die jetzt als i-Tüpfelchen noch oben drauf. Viel Spaß beim Nachbasteln!